Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im LS19 unterwegs beim Real Life Farmer Projekt und ja, der Traktor oder besser gesagt der Hänger ist schon wieder voll. Müssen wir schon wieder zum Hof fahren. Das geht ziemlich schnell, muss ich sagen. Da wäre es vielleicht auch sinnvoll, wenn wir ein bisschen einen größeren Hänger kaufen oder uns zulegen. Aber da warten wir erstmal noch. Genau. Und ja, heute ist schon wieder Montag. Ich habe euch einiges zu sagen oder ein bisschen was. Also, als erstes, wo fange ich an? Also, gestern war ja die Real Operation im ATS. Da war ich leider nicht aktiv oder bin da nicht gefahren bei der Real Operation. Das hatte den Grund, ich hatte gestern keine Zeit. Genau, deswegen dazu kommt kein Video. Ich denke mal, ATS ist sowieso nicht so beliebt, sage ich jetzt mal, wie ETS. Das ist ja sowieso so. Und ja, deswegen, da wird jetzt nichts kommen. Ich war da auch nicht, ich war auch nicht auf den Servern. Das war ja gestern von 17 Uhr bis 21 oder 22 Uhr, irgendwie sowas. Ich war nicht aktiv oder habe mal nicht gespielt. Genau, deswegen weiß ich auch nicht, was da abgegangen ist und so weiter. Genau. Ansonsten ETS. Eieiei. Heute schaffen wir das schon wieder gar nicht. ETS habe ich gute Neuigkeiten. Ja, kann ich euch aber noch nicht so viel beraten. Oder ich könnte es euch schon, aber ich will nicht. Das erfahrt ihr dann, wenn es... Oh, ich fahre nochmal rein. Wenn es soweit ist, ETS kommt auf jeden Fall was Cooles. Also, jetzt nicht auf allen... Also, das hat was mit dem LKW zu tun. Aber mehr erfahrt ihr dann eventuell schon am Mittwoch. Tatsächlich. Oder dann erst nächstes Wochenende. Das muss ich einfach mal schauen. Wie ich das... Ja, GG. Wie ich das, handhab. Also wie ich das mache. Da, wie gesagt, kommt auf jeden Fall was Cooles. Es hat was mit einem... Also es hat was mit den LKWs zu tun. Oder mit einem, besser gesagt. Aber was, das erfahrt ihr dann, eventuell schon am Mittwoch im Video. Ansonsten dann erst, später in dem Video. Wenn wir jetzt mal die hier abladen, Abdeckung öffnen. Ja, nee, rechts. Wir wollen aber jetzt wird links abkippen. Da haut's nämlich hin. Haben wir schon wieder ziemlich lange fürs Einparken gebraucht. Ich glaub's ja nicht. Genau, wegen ETS nochmal, erfahrt ihr auf jeden Fall dann noch rechtzeitig. Ich denke mal Mittwoch oder dann am Samstag. Das muss ich mal schauen, wie ich am besten mache. Genau. Und ja, was ist sonst noch? LS22 News gibt es jetzt nicht. ETS News so allgemein gibt es auch nicht. Genau, da gibt es jetzt nichts Neues. Aber wie gesagt, ETS gibt es bei mir bald was Neues. Hat was mit einem LKW zu tun, aber mehr will ich echt noch nicht verraten. Genau. Wird auf jeden Fall cool, kann ich euch sagen. Wie viel hatten der noch? So, jetzt hat. Ja. Hat immer noch was drinnen. Jetzt hat aber. Jetzt schauen wir mal, dass wir das Feld fertig dreschen heute. Sind schon wieder viel zu lang da rumgefahren. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben hier. Zu viel zu Gas geben. So, jetzt hat einmal hier rum. Das ist ja gar keine Linie hier.
Da ist die Strecke, wo wir fahren müssen. So. Schauen wir mal, dass wir das Schneidwerk komplett ausnutzen. Genau. Bezüglich 5M. Nochmal kurz, da wird jetzt, weiß ich nicht, ob da noch was kommt oder nicht. Bin ich gerade auch noch so am überlegen, ob ich wieder ein bisschen RP spielen soll oder nicht. Zurzeit spiele ich gar kein RP mehr. Da muss ich mal schauen, wie es sich zeitlich immer schafft und so weiter. Da einfach mal noch abwarten. Das muss ich selber noch entscheiden, ob ich weiter 5M oder RP regelmäßig spiele oder eben nicht. Das hängt dann auch von den Streams ab, was ich dann immer streamen werde. Auf jeden Fall war ich am Samstag live mit ETS, da sind wir einen schwer Lastkonvoi gefahren. Auf der ProMods mit unserer neuen Partnerspedition. Also die GML mit der Partnerspedition sind wir da gefahren. War chillig. Wir haben bis ja, bisschen mehr wie 5 Stunden gebraucht zum Fahren. Waren auch ein paar Kilometer, also ich glaube 3000 noch irgendwas Kilometer, oder fast 4000 Kilometer waren es. Ja, dafür haben wir bisschen mehr wie 5 Stunden gebraucht. So Konvois werden jetzt öfter stattfinden. Wir haben jetzt mal so gesagt, alle 2 Wochen. Müssen wir aber noch schauen, wie wir das genau machen. Also alle 2 Wochen werden wir wahrscheinlich, wie es jetzt zurzeit ausschaut, einen Konvoi fahren, aber nicht immer einen Schwerlastkonvoi, weil Schwerlastkonvoi ist ja dann schon nochmal ein bisschen was anderes. Genau. Ansonsten, was gibt sonst noch Schönes? 5M habe ich jetzt gesagt, ETS. Es gibt auch leider nichts Neues. Ja, müssen wir einfach wieder abwarten. Genau, diese Woche habe ich auch Berufsschule. Das heißt, es kann sein, würde ich aber vorher ankündigen, dass ich abends mal live bin, unter der Woche. Erst aber nach Mittwoch, also nicht Nachmittag, sondern nach Mittwoch, also Donnerstag oder Mittwochabend, Donnerstagabend, Freitagabend oder so. Also ich versuche auf jeden Fall, dass ich Freitagabend live sein werde. Ah nee, Freitagabend kann ich nicht. Nee, vergesst es wieder. Freitagabend habe ich leider keine Zeit. Vielleicht bin ich sogar... Naja, ich muss kurz überlegen. Diese Woche schaut es eigentlich doof aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch nicht, ob ich live sein werde. Sagen wir es mal so. Also am Samstag auf jeden Fall, aber unter der Woche muss ich mal schauen, weil... das überlege ich mir noch und dann würde ich euch am Mittwoch sagen. Oder halt, ich gehe einfach so live. Dann kündige ich das auf Instagram vorher an. Genau. So, 72% haben wir jetzt gleich drinnen. So. Ja, dann hätte ich gesagt, nach der Bahn tanken wir ab. Okay, das Feld schaffen wir heute auf jeden Fall noch fertig. Das ist schon mal gut, dass wir das Feld wenigstens heute im Video schaffen. So, ich habe mir auch überlegt, ob ich ja die Videos, also wir haben ja 3 Felder insgesamt. Feld 28, 5 und 2. 28 haben wir ja jetzt gleich fertig. Und Feld 2 und 5 müssen wir ja da noch dreschen. Ich habe mir überlegt, dass wir das so machen, dass wir, oder dass ich besser gesagt den Zeitraffer mache immer, wenn wir dreschen,
dass ihr das trotzdem seht, habe ich mir jetzt mal so überlegt, wobei da weiß ich auch noch nicht sicher, ob ich das so machen werde, weil mit Zeitraffer ist halt doof, ist halt auch wieder doof, muss ich mal schauen, wie es ich da am besten mache, oder ich dresch halt einfach ein Feld dreschen wir noch im Video und das andere dreschen wir einfach, oder dresche ich dann einfach, ja, zwischen den Videos. Weil sonst denke ich mal, wird es noch, keine Ahnung wie lange wir sonst noch am Dreschen sind. Jetzt ist das sowieso schon das dritte Video, wo wir dreschen. Und wir haben jetzt gerade mal das erste Feld fertig und das ist auch das kleinste Feld. Ja. Oder ich werde beide Felder zur Hälfte dreschen und dann die andere Hälfte machen wir im Video. Das muss ich aber noch schauen, wie ich das am besten mache. Genau, ansonsten, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo und ein Like da lassen. Die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es kommen jeden Montag und Freitag ein LS19 Video. Und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS2 Video. Die Videos kommen immer um 16 Uhr. Und samstags bin ich dann auch noch immer live ab 20 Uhr. Zurzeit ziemlich oft mit ETS. Mal schauen, vielleicht in Zukunft auch mal wieder mit 5M. Oder LS19, wobei LS19 eher nicht so, eher dann der LS22, da werde ich wieder öfters mit LS live sein. Genau. So, dann dreschen wir hier schön. Schön dreschen hier. Dann haben wir nämlich das Feld auch fertig, oder zum Glück fertig. Drei Videos für das kleine Feld. Ja, muss ich mal schauen, wie ich sich jetzt da mache mit den anderen Feldern. So, wir könnten auch mal in die Innenansicht gehen. Waren wir heute ja auch noch gar nicht. Dann seht ihr das auch mal von der Innenansicht. Ich weiß aber nicht, wir könnten oder wir sollten uns auch einen größeren Hänger kaufen. Zum Abtanken. Dass wir nicht so oft abtanken fahren müssen. Weil das kostet halt auch wieder Zeit. Gerade das eine. Und am besten kein Drehschimmel, weil da rein ist auch ein bisschen doof. Am besten wäre es also ein Hänger, ein größerer, kein Drehschimmel. Dass wir da auch leichter, oder dass ich da leichter das in Silo kippen kann. Dass eben das auch schon mal nicht so lang dauert. Genau. So, jetzt haben wir das Feld zum Glück gleich. Sind auch noch gut in der Zeit. Das passt alles. So, 50% haben wir schon wieder im Drescher drinnen, aber das reicht noch. So, dann einmal umdrehen. Und dann dreschen wir noch kurz das kleine Stück da. Und dann tanken wir noch ab. Ah, gehen wir wieder in die Innenansicht. Wobei, ja doch, da müssen wir sowieso... Oder schaffen wir das? Knapp. Das machen wir anders. Da machen wir so. Zack. Fahren wir ein Stück zurück. Und fahren da noch kurz rein. So, zack. Dann gibt, genau, das kommt da hinten raus, das passt. Perfekt. Und dann tanken wir mal noch schnell ab. Ja, und ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal für das Video wieder. Wir sehen uns dann am Mittwoch um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Das ist dann ein ETS2 Video. Bis dahin. Ciao.